So, ich muss jetzt eine Magiekarte beziehungsweise das hier vorne wahrscheinlich aufnehmen. Eis. Eis scheint gegen dieses Monster da vorne anscheinend ziemlich effektiv zu sein. Schauen wir mal. Wo ist denn hier die Magie? Hier. Öffne das Amulett mit dem Zauber. Das ist ein Amulett, okay. Achso, nee, das ist so eine Info, wo da steht. Aber. Kann ich das jetzt nicht anwählen? Okay, öffne dein Inventar. Ah, jetzt hat okay. Wechsel zur Magie-Seite, okay. Dann klicke ich da mal drauf. Ach, das Amulett, was ich trage. Die Feuerkarte mit. Okay. Und schließe das Amulett. Gut. Trophäe, passt. Alles richtig gemacht. So, ziehe ich meine Waffe. Ah, und jetzt praktisch kann mein Zauberstab. Okay. Ups. Oh. Welle, Eisschlag. Ah, sehr komplexes Spiel. Noch ein bisschen unspektakulär, aber ich scheine wie immer alles richtig gemacht zu haben. Ah. Ein Dämonenherz. Einfach mal mitnehmen. Gut. Hier ist der Teleport. Mehr gibt es nicht zu holen. Gut. Sehr gut. Ich kann keine Störung mehr wahrnehmen. Also, genieß die Show. Dann lass mal sehen. So eine Art kleiner Yoda. Großer Yoda, Entschuldigung. Und da soll ich jetzt rübergehen. Bist du sicher? Tu schon, was man dir sagt. Ja, na gut. Da bist du ja.
Ich habe lange gewartet. Du darfst dich jetzt erheben. Wie ich sehe, haben es die Jahre in Gandoas Kerkern gut mit dir gemeint. Danke. Ich sollte mich wohl vorstellen. Mein Name ist Kassara. Wie lange war ich eigentlich? Oh, viele Jahre, fürchte ich. Die Welt hat sich seitdem sehr verändert. Darf ich fragen, warum ihr mich befreit habt? Wir haben in Erfahrung gebracht, dass Aziral über deine Schwester Kira zurückgekehrt ist. Nun, Gandohar hat Kira benutzt, um sich mit Azirals Kräften selbst zum Herrscher zu krönen. Dabei vernichtet er alle, die sich ihm in den Weg stellen. Wenn Kira so wichtig ist, warum habt ihr sie zurückgelassen? Der Versuch, euch beide zu befreien, wäre zum Scheitern verurteilt gewesen. Deine Freiheit war alles, was wir erreichen konnten. Aber werdet ihr auch Kira helfen können? Wir werden sehen. Du weißt, wie geschwächt sie ist. Ganduhars finstere Magien entziehen ihr alle Kraft. Nur durch dich konnte er ihren Körper am Leben erhalten. Sicher ist es auch kein gutes Zeichen, dass Kira nicht mehr in Schloss Wagmar ist. Vielleicht bleibt ihr nicht mehr viel Zeit. Was? Meine Gabe erlaubt es mir, in die Zukunft zu sehen. Aber ich kann mir nicht aussuchen, was ich dort sehe. Große Gefahr geht von Schloss Wagmar aus. Wenn Gandohar nicht aufgehalten wird, steht nicht nur das Leben deiner Schwester auf dem Spiel. Ist das eine Prophezeiung? Komm näher. Ich will dir zeigen, was ich gesehen habe. Jo, ganz cool geht er dazu. Was ich da gesehen habe, ist das... Das Ende? Ja, ich befürchte es. Aber wenn es eine Prophezeiung ist, wie können wir dann eingreifen? Was ich sehe, ist nur ein möglicher Weg, kein festgefügtes Schicksal. Aber nun geh. Sprich mit Darfa. Wir beide sehen uns bald wieder. Na gut. Ach, bevor du gehst, deine... zerlumpten Kleider kann ich mir nicht länger ansehen. Du solltest sie mit den Sachen ersetzen, die ich für dich vorbereitet habe. Hier auf dem Tisch. Danke. Nicht der Rede wert. Ah. Neues Level, okay. Dann schauen wir mal. Präzision, Willensstärke. Stärke ist immer gut. Also setze ich da mal. Ah, okay, man kann da Punkte hin und wieder zu hinzufügen und wieder wegnehmen. Und weil ich Stärke ganz gern mag, mache ich das jetzt mal so. Und 2 Skillpunkte. Ach, ich kann mir praktisch auch aussuchen, ob ich Krieger, Waldläufer oder Magier werden will. Ich glaube, ich spiele den klassischen Krieger. Achso, ich muss mir jetzt eins aussuchen. Okay. Fieser Trick. No.
Ah, jetzt hat man kann hier das auswählen, dann kommen die verschiedenen. Ah, okay. Allgemeine Skills. So, ich habe jetzt natürlich noch gar keine Ahnung, was ich brauche, was nicht und. Ich kann es wahrscheinlich aber auch noch nicht. Ah, doch, ich konnte es aufheben. Hoffe ich jetzt mal. Ich bin jetzt einfach weggegangen. Okay, ich könnte es jederzeit, könnte ich mir. Okay, wenn es mal fest ist, dann geht es nicht mehr. Aber wenn die. Ich kann mal die Skillpunkte aufheben, damit ich irgendwas mal verbessere. Schön. Ja, schauen wir mal. Jetzt kann ich sowas ja schon hernehmen. Da fordert er Level 16. Das ist für nur lang hin. Ja, gut. Sie hat Kleidung 5 mich vorbereitet. Was ist das denn? Ja, jetzt siehst du bald nicht mehr wie Sunny Boy aus. Das war jetzt ein Skillbuch. Wo waren die fiesen Tricks bei? Ah, ich kann auch nur das verbessern, was ich bisher gefunden habe. Okay. Deswegen kann ich das hier alles noch nicht. Schleichen, Schlösser knacken und meucheln. Das habe ich gelernt. Okay, langsam steige ich hinter dieses Spiel. Boah, das ist echt mies, wenn ich das Buch, wenn ich dann ein Buch vergesse oder so. Naja. Ach ja, die neue Kleidung. Oh, ritterlich, hä? Dann noch die Leggings. Passt. Ja, sieht ganz gut aus. Vielleicht weißt du, wo ich meine Sachen unterbringen kann. Natürlich, komm mit. Nimm das, ist sicher nützlich, wenn es mal dunkel wird. Eine Fackel. So gut wie in jedem Rollenspiel. Wo ist sie jetzt hin? Ah. Hier entlang. Gehen wir.
Nach ihnen. Beeil dich. Wow. Fenster im Untergeschoss. Sowas kommt cool. Kommst du? Ja. Geh schon. Da wären wir. Es ist nichts Großartiges. Was will man erwarten auf einer verlorenen Insel mitten auf dem Ozean? Aber ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, wenn ich etwas sicher aufbewahren wollte. Eine Insel wie eine Festung. Meinst du nicht, dass eine stabile Truhe mit ein paar guten Schlössern den gleichen Zweck erfüllen würde? Es sind schlechte Zeiten. Kaum jemand, der ohne einen Dietrich unterwegs wäre. Aber so ist es nun mal. Wir alle müssen essen, ob wir es uns leisten können oder nicht. Sicher hast du recht. Sieh dich noch ein wenig um, wenn du magst. Ich warte hier. Willst du nicht mitkommen und auf mich aufpassen? Ich meine, nicht, dass ich noch verloren gehe, während ich mich in meinem Zimmer umsehe. Oh, du bist doch schon ein großer Junge. Oh, sei nicht so hart mit mir. Sag einfach Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin immer bereit. Du weißt schon, was ich meine. Flirt, flirt. Wow, Sachen zu mitnehmen. Was ist das? Ja, was ist das? Und sofort mitnehmen, ja. Mal sehen. Geldbuch, das ist gut. So, was damals daran? Wenn ich jetzt wüsste, was das alles bringt, gell? Da mal ein Schild. Ups. Ging schon in Truhe liegen. Dies brauchen wir auch nicht mehr. Ich glaube, mit Bogen schieße ich wenig. Wenn ich jetzt einen Händler finde, ne, das wäre natürlich noch besser. Da sehe ich jetzt gar keinen Wert, wie viel das wert ist. Ja gut, ich brauche das alles gerade, glaube ich, gar nicht. Hoffentlich mache ich keinen Fehler, das jetzt alles dahin zu tun. Ich habe die Waffe ausgerüstet. Oh, jetzt bin ich nackig. Gut. Okay, ich kann mit dem Ganzen noch ganz, ganz wenig anfangen. Aber die Bücher brauche ich nicht. Und Fackeln braucht, habe ich auch noch nie gebraucht, aber ich weiß ja nicht, wie es hier ist.
Das kann ich zum Beispiel gar nicht weglegen. Das ist wahrscheinlich das Magiebuch. Okay. Das hat alles gar kein Gewicht, so wie es aussieht. Dann lassen wir es auch. Na gut. Post ist da. Für dich. Bist du fertig? Ja. Ich glaube, ich habe jetzt genug gesehen. Gehen wir. Ich muss mich noch um Verschiedenes kümmern. Und solange die Prophetin euer Gespräch nicht fortsetzen kann, solltest du noch jemand anderen kennenlernen. Jemanden, den ich noch nicht kenne? Ja, Sokaris, unseren Schmied. Du wirst sehen, in der Schmiedekunst macht ihm keiner was vor. Gut, ich rede mit ihm. Vielleicht hat er etwas Brauchbares für mich. Genau, jetzt brauche ich wahrscheinlich doch den Stahl oder so. Naja. Jetzt muss ich noch tiefer in den Keller vordringen und Sokaris suchen. Ach ja, ich habe eine Karte. Hui. Wow, wow, wow. Ja, da hat er geschaut, gell? Feuer tut weh. Ich hab's nicht so ganz mit der Orientierung. Da schon wieder weiter weg. Edzard, hier. Du bist dieser Mensch, den die Prophetin befreit hat. Dann bist du Sokaris? Ich würde dich ja hereinbitten, aber das hat sich wohl erübrigt. Ich rieche Tod und Verderben. Und ich rieche Blut. Nicht, dass es mir etwas ausmachte, solange es kein Orkblut ist. Du hast eine feine Nase. Wenn dir die Götter das Augenlicht rauben, schenken sie dir einen außergewöhnlichen Geruchssinn. Außerdem höre ich sehr gut. Ach so, dann bist du also, Blind ist das Wort, das du suchst. Keine Sorge, ich bin nicht empfindlich. Oder sehe ich für dich wie eins dieser Elfensensibelchen aus? Soweit ich sehen kann. Oh, ich meine, Wie feinfühlig. Ich oh Mann. Keinen ab. Außerdem, bist du nicht zu mir gekommen, um etwas zu lernen? Also, wenn du bereit bist, dir die Finger zu verbrennen, kann es von mir aus losgehen. Genau mein Ding. Fangen wir bei den Grundlagen an. Du hast bereits einige Waffen und andere Dinge gesammelt. Ich rieche Metall. Verschiedene Sorten von Metall. Aber nicht alles, was du hast, ist auch besonders nützlich. Da hast du recht. Ich weiß, aber das macht nichts. Man kann alles in seine einzelnen Bestandteile zerlegen. Metall- oder Lederstücke, die du nicht länger benötigst. Du brauchst nur einen Amboss und den richtigen Hammer. Ach, und die Materialien kann ich wiederverwenden? Ich merke, du bist wissbegierig. Das ist gut, sehr gut sogar. Sollen wir fortfahren? Ja. Ich will alles lernen, was du mir beibringen kannst. Und ich will mir mein Surfbrett bauen. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, du kannst bestimmte Materialien neuen Verwendungsmöglichkeiten zuführen. Aber wie? Indem du sie benutzt, andere Gegenstände aufzuwerten. Natürlich brauchst du die richtigen Materialien für die richtigen Gegenstände. Du musst weise auswählen. Woher weiß ich, welches die richtigen Materialien sind? Du wirst es mit der Zeit herausfinden. Denn es ist keineswegs so, dass alles zu allem passt. Gut.
Was muss ich noch wissen? Vielleicht interessierst du dich für magische Steine? Ja. Darauf kannst du wetten. Dachte ich's mir. Aber wir sollten nichts überstürzen. Zunächst brauche ich 5 Stahlstücke. Wenn ich sehe, dass du verstanden hast, was ich dir bisher beigebracht habe, können wir weitermachen. Ist gut so, Karis. Ich habe verstanden. Also zurück und diese 5 Stahl suchen, die ich gerade wieder in die Kiste gelegt habe. Hätte ich das gewusst. Ah, wo war jetzt nochmal mein Zimmer? Da. Nein. Hier, genau. Aha. So. Ja, dann kann ich ja auch so ein Ding mitnehmen und es zerlegen oder so. Das probiere ich jetzt einfach mal. Also wieder zurück. Toll, ich habe ein Rad. Ah, ich brauche vielleicht gar keine Schmiede dazu, um das zu machen. Dann gucken wir doch gleich mal. Zerlegen L1. Perfekt. Hast du die Stahlstücke? Ja. Sicher, hier sind sie. Aber was soll ich denn damit? Behalte sie. Du solltest damit etwas aus deinem Besitz aufwerten. Gut, dann lass uns weitermachen. Steine also, davon gibt es mehr als genug in Antalor. Was uns heute interessiert, sind vor allem die magischen Steine. Muss man viel von Magie verstehen, um sie zu benutzen? Nein, sie zählen zu den wenigen Dingen, die auch funktionieren, wenn man kein Magier ist. Sie wirken sich einfach positiv auf deine Waffen oder Rüstungen aus. In der Regel jedenfalls. Aber wie? Werte deine Waffe auf die richtige Weise auf, dann wirst du die Stelle sehen, an welcher du den Stein anbringen kannst. Hört sich wirklich nützlich an. Ha, das ist es auch. Tatsächlich kannst du noch viel mehr mit den Steinen anstellen, wenn du genug von ihnen gefunden hast. Spann mich nicht auf die Folter. Es gibt nur wenige, die wissen, was ich dir jetzt verraten werde. Selbst Rotarius hatte keine Ahnung. Es war in gewisser Weise Zufall, dass ich darauf gestoßen bin. Vielleicht war es auch kein Zufall. Ich nehme an, man muss mehr als ein Zauberer sein. Man muss sich darauf verstehen, auf den Grund der Dinge zu sehen. Ja, ja. Aber jetzt spuck's schon aus. Ich spreche vom Geheimnis der verbundenen Steine. Einmal habe ich welche erhitzt und eine Weile zusammen liegen lassen. Als ich zurückkam, waren 5 von ihnen miteinander verschmolzen. Verstehst du? Statt der 5 Steine lag ein größerer da. Und seine Wirkung war mächtiger als die Summe der Einzelwirkungen.
Das heißt also, wenn ich 5 Steine habe, kann ich sie zu einem einzigen mächtigen Stein zusammenfügen? So ist es. Jetzt kennst du das Geheimnis und kannst es für deine Zwecke nutzen. Also, wenn du noch mehr erfahren willst, dann frag nur. Ja, zeig her, was du hast. Gib mir nur einen Moment. Ich muss alles Nötige vorbereiten. So, okay, dann. Soll ich dir eine Geschichte erzählen, Mensch? Warum nicht? Wie man hört, wirst du einige Zeit durch Antalor reisen. Ja, das stimmt. Worauf willst du hinaus? Hast du jemals vom Runenstein der Orks gehört? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ein uraltes Artefakt. Der Legende nach hat es seine fantastische Form von Yatolen persönlich erhalten. Nortar ist ziemlich viel unterwegs und vor kurzem hat er ein Gerücht aufgeschnappt. Der Runenstein soll sich in der Nähe der Savanne befinden, auf der Insel Erimos. Vielleicht hast du ja Lust, danach Ausschau zu halten. Warum ist dir daran so gelegen? Ich würde ihn einfach gerne in Händen halten, ihn bearbeiten, seinen alten Glanz wiederherstellen. Das ist alles. Ja gut, hört sich interessant an. Großartig! Sag mir Bescheid, wenn du dieses Artefakt gefunden hast. Ja, bis bald. Gut, diesen Runenstein werde ich wohl finden müssen. Ich glaube, es ist auch ein Teil der Trophäe. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Dann werfen wir mal was auf. Mal die Rüstung. Probieren wir es mal. Ist das gut oder schlecht? Ich mach das einfach mal. Habe ich da einen Boppel gekriegt? Und auch eine Trophäe. Und die Farbe lässt sich gar nicht wählen. Naja. Oh, oh. Ah, da kann ich noch ein Kristall hinzufügen. Aber nee, da warte ich lieber, bis ich 5 habe. Na gut. Dann mal weiter.